Der ETP Award 2016 ist schon wieder zu Ende. Die Preise wurden vergeben und bei mir ist jetzt auch einer der Preisträger für den ETF-Anbieter des Jahres, Peter Schall von iShares. Hallo. Und der Mitgastgeber des heutigen Tages und Herausgeber des Extra-Magazins, Markus Jordan. Herr Schall, erstmal die Frage an Sie, ETF-Anbieter des Jahres, wie schon des Öfteren. Was zeichnet denn iShares aus in diesem Segment? Ja, zunächst mal vielen Dank. Es ist wirklich ein hervorragendes Gefühl, hier stehen zu dürfen, zum dritten Mal in Folge. Und ich glaube, das Geheimnis ist ganz einfach. Der Kunde muss im Zentrum stehen, alle unsere Aktivitäten. Und ich denke, das haben wir auch in diesem Jahr wieder geschafft, die Servicequalität hochzuhalten, die richtige Strategie zu haben, auf den richtigen Themen, wie zum Beispiel Digitalisierung, wie zum Beispiel Fee-Based, und auch die richtigen Produkte natürlich zu bringen und zu finden für unsere Kunden. Herr Jordan, Sie haben natürlich den ETF-Gesamtmarkt im Blick. Ist es das, was tatsächlich einen großen und erfolgreichen ETF-Anbieter dann auch auszeichnet? Ja, man muss schon auf allen Bereichen Gas geben, salopp gesagt. Man braucht eine gute Produktpalette, man muss sich um den Kunden kümmern, das würde ich also unterschreiben. Es ist einfach wichtig, sich um seine Kunden zu kümmern und da genau hinzuhören, wie die Bedarfe und die Bedürfnisse sind. Und man muss auch ein bisschen vorausschauend handeln, weil beispielsweise hat iShares schon vor ein paar Jahren angefangen, die Unternehmensstruktur auch auf das Thema Privatanleger auszubauen. Und das zahlt sich jetzt natürlich aus. Und wenn man sich dann andere Anbieter anschaut, die jetzt anfangen, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen und sich auf den Privatanleger mehr auszurichten, dann ist da einfach ein Vorsprung erarbeitet worden, der sich dann halt auch in solchen Bewertungen dann wieder widerspiegelt. Was waren denn aus Ihrer Sicht im laufenden besten Jahr die entscheidenden und dominierenden Themen für den ETF-Markt? Ja, erstmal war ein großes Thema von einigen Anbietern die Umstellung ihrer Produktpalette von synthetischen replizierenden ETFs auf physisch replizierende ETFs. Da hat im Prinzip die Deutsche Bank und Luxor die Produktpalette umgestellt. Ein großes Thema war auch das ganze Thema Anlagelösungen, also sowohl im Online-Bereich von sogenannten Fintech- oder Robo-Advisern, als auch bei den einzelnen Banken wurden viele Anlagekonzepte und Anlagelösungen eingeführt. Und im Produktbereich bei den neuen Missionen würde ich mal sagen, war es das Thema Smart Beta, Faktor ETFs, also Produkte, die abseits von dem klassischen Index einen Mehrwert bieten auf die eine oder andere Art und Weise. Und im Anleihenbereich gab es auch noch die eine oder andere Produkterweiterung, weil da das Angebot insgesamt in der Palette noch nicht so groß ist wie zum Beispiel im Aktienbereich. Herr Schall, Sie sind jetzt nicht nur ETF-Anbieter des Jahres, sondern haben auch den ETF des Jahres gewinnen können. Um was geht es bei diesem ETF? Bei dem ETF geht es um eine Minimum Volatility Strategie auf den MSCI World. Das heißt, man bildet den MSCI World ab, aber versucht niedrigere Volatilität hinzubekommen. Und das ist natürlich gerade in diesen Märkten, die wir in diesem Jahr wieder gesehen haben, mit Brexit zum Beispiel, mit den bevorstehenden US-Wahlen, ein großes Thema bei den Anlegern. Das Produkt hat 6% gemacht an Performance bei niedriger Volatilität und hat 84% Asset-Zuwachs dieses Jahr bekommen. Also es ist sowohl im Privatkundenbereich als auch im institutionellen Bereich sehr, sehr gut angekommen und es freut uns natürlich, dass wir diesen Preis auch bekommen konnten. Was steht bei Ihnen im Haus in den kommenden Monaten im Fokus? Ja, wir haben jetzt kürzlich Themen-ETFs gebracht, insbesondere zugeschnitten auf Privatanleger, zum Beispiel zum Thema Digitalisierung, aber auch Robotics, Healthcare zum Beispiel. Und ich glaube, diese Produkte erlauben es erstmalig über einen ETF wirklich langfristig an Megatrends auch zu profitieren. Und da sehen wir jetzt schon wirklich große Nachfrage, insbesondere aus dem privaten Bereich. Herr Jordan, was ist Ihre Einschätzung 2017? Wo liegen die größten Herausforderungen für den ETF-Markt? Ich glaube, die größte Herausforderung ist nach wie vor, das Thema bekannt zu machen. Bisher ist der Markt getrieben von Aktivitäten mit Direktbanken oder auch von Selbstentscheidern. Das heißt, ein eigentlich sehr kleiner Kreis nutzt heute das Thema ETFs. Wir sehen das ja auf unserer Webseite auch, wie die Zunahme der Besuchszahlen sind. Das ist nicht exponentiell nach oben, es geht so schön gemütlich nach oben. Der Markt wird immer größer. Und ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist für letztendlich dann die gesamte Branche, das Thema so anzugehen, dass es auch ein Otto Normalverbraucher wirklich versteht, was sind die Vorzüge von ETFs. Also diese Message, diese Nachricht weiter an den Markt positioniert, weil man tendiert natürlich, wenn man so ein bisschen in dem Fach drin ist, dann immer den nächsten Schritt und nächsten Schritt zu machen, vergisst dann aber eigentlich, dass eine große Menge an Anlegern sich mit dem Thema ETFs noch gar nicht so auseinandergesetzt haben. Also man darf da nicht zu große Schritte nach vorne machen, das ist gut, aber man muss auch nach hinten gucken und schauen, dass man auch wirklich dann konstruktiv und nachhaltig dann auch das Thema ETFs positioniert. Eine Einschätzung von Peter Schall von iShares und Markus Jordan, Herausgeber des Extra-Magazins. Ihnen beiden vielen Dank für das Gespräch und auch von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke.